Ja, servus, servus und willkommen zur nächsten Folge WWE Supercard. Auch hier muss ich wieder sagen, ihr habt so gewollt. Ich war ja letztes Mal bei den 120 Daumen hoch schon total geflasht. Und darum ist das jetzt so in der Region, kann denn das sein? 100, also es ist keine Ahnung, 8 Uhr am Montagabend. Na, kurz nach 8 sehen wir hier am Event-Ticker. Und wir sind bei 197 Daumen hoch beim letzten Video. Wieder die 2 Daumen runter. Das heißt 199 Daumen. Meine Fresse. Ich habe mich echt gefragt, kann das denn so sein? Aber wow. Ja, ich kann da jetzt nichts zu sagen. Darum machen wir jetzt das Video. Ich würde jetzt auch mal einfach spontanerweise vorschlagen, dass wir das für Donnerstag uns wieder sowas überlegen, dass wir sagen, letztes Mal hatten wir 80, wir gehen kleine Schritte. Ich will jetzt nicht auch gleich sagen, yo, 500, nein, 90 Daumen hoch bis Donnerstagabend und dann gibt es am Donnerstagabend einen Stream. Ja, mal wieder Stream auf WWE Supercard, habe ich echt Lust. Ich muss jetzt nur sagen, ich kann noch keine Zeit sagen. Also zum einen müssen wir erstmal ja die Daumen hoch erreichen. Das wäre erstmal Nummer 1. Und Zeit, wenn wir sie erreichen, würde ich wirklich per Instagram, Twitter bekannt geben. Ich komme recht spät wieder von der Arbeit heim. Darum ist hoffentlich das Video hier auch nicht zu dunkel, aber meine Lampe ist ja immer noch nicht so, wie es sein soll. Aber gut, wir gehen zu Supercard über. Ja, die meisten haben es ja wahrscheinlich auf Instagram und Twitter mitbekommen. Wer es nicht mitbekommen hat, folgt mir auf Twitter. Folgt mir auf Instagram. Nein, der sieht es halt jetzt hier das erste Mal. Ich hatte mir Chris Jericho noch geholt. War auch halbwegs noch gemütlich. Waren halt Ein-Punkte-Kämpfe, weil dadurch, dass ich so gut am Anfang schon durchkam, hatte ich eigentlich den kompletten Samstag und Sonntag Zeit. Und ich habe noch nicht mal durchweg gezockt, sondern auch andere Sachen gemacht und bin da dann mit 2-Punkte-Kämpfen. Das meiste waren 2 Punkte. Die letzten 20 Punkte oder so habe ich dann im Ein-Punkte-Modus gemacht, aber davor habe ich halt dann auch meine Credits eingesetzt. Was heißt, im Endeffekt hat mich Chris Jericho 5 Euro gekostet, dass ich den geholt habe. So in etwa. Ja, aber damit bin ich zufrieden. Ich finde es in Ordnung, besser wie 40 Euro für irgendeine Random-Karte und die könnte auch noch eine WM sein, die jetzt hier oben in den Packs sind. Also heute ist Survivor, weil sonst kostet der ja ewig viel und darum bin ich glücklich. Dann habe ich mir ja noch, ach nee, das war im letzten Video, wo ich mir Randy geholt hatte. Darum habe ich noch nicht leider viel spielen können. Wir können uns mal angucken. Kombinierbar, nicht gewöhnlich, sondern alles. Ist er, ja, nicht viel gespielt. Ein bisschen Exhibition habe ich gemacht, um ihn voranzukriegen. Aber ich hoffe jetzt mit der Team Ring Domination, da werde ich ihn dann reinpacken, dass wir durchkommen. Also durchkommen wir ja immer. Aber wir spielen diesmal auf SummerSlam. Das heißt, es gibt tatsächlich eine SummerSlam-Karte. Und ich hoffe halt, dass wenn ich den reinpacke, das will ich mit dem Team noch abklären, ob, also zum einen, dass wir noch auf SummerSlam sind und zum anderen, dass, ja, dass wir nicht abrutschen. Ja, ist schon spät. Sorry für mein Gelall. So, also, heißt, hier kommt die nächste SummerSlam-Karte rein. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wer es sein wird. Es wäre jetzt einfach zu spät geworden, hätte ich bis jetzt über noch eine Stunde gestartet mit dem Video, dass ich einfach sonst hätte ich das so spät schneiden müssen und wäre nicht ins Bett gekommen und morgen muss ich ja früh raus zum Arbeiten. Darum werden wir dann morgen sehen, wer es ist. Falls ich das heute schon über vorher erkenne, haue ich das natürlich per Twitter, Instagram raus und da das Video morgen erst kommt, wissen es die meisten von euch eh schon. So, King of the Ring, bin ich im Viertelfinale, aber ich bin gerade so reingekommen. Das ist der King of the Ring, wo auch Codeside mit drin ist. Der ist vor mir. Nee, hier wollen wir nicht rein, sondern okay, Herausforderergruppe. Er hat auch seinen Kampf hier gewonnen.
Ich spiele, bin Achter geworden, also gerade so reingekommen, wobei ich 4-5 Siege Vorsprung hatte, aber es war eine echt harte Nummer für mich und ich habe genau dasselbe Deck wie letztes Mal und habe hier den Dietrams als Gegner und der ist Erster, der hat es 45-0 oder sowas abgeschlossen, aber wenn ich mir angucke, was der für Karten drin hat, selbst wenn er die am Anfang nicht trainiert hatte, frage ich mich, warum muss ich so jemand im King of the Ring haben? Also, wenn die Orten Pro, wie gesagt, wenn er den nicht trainiert hat, ist er trotzdem stärker. SummerSlam, Survivor Pro, da ist eben meine schlechten Karten drin, das wäre jetzt nicht so wild gewesen. Dann hat er hier noch ein Money in the Bank Pro, hier WM Pro und SummerSlam und hier nochmal eine Money in the Bank Pro Diva. Also das heißt, der ist vom Deck einfach besser. Den zweite Runde trainiere ich jetzt noch nicht mal, weil, naja, ich habe trainiert, 5-0 verloren. Also selbst wenn ich da jetzt ein bisschen Glück hätte, ist mir das egal. Heißt, wird für mich nur eine Survivor-Karte geben. Da muss ich aber schon sagen, eigentlich kann ich froh sein, dass ich hier überhaupt reingekommen bin. Ich hatte mich auch schon gewundert, weil Codesign sein Deck ist ja auch besser. Aber ich denke, da bin ich in King of the Ring reingerutscht, der nicht so ganz meine Liga ist. Jetzt warten wir erstmal aufs Netzwerk, sonst würde ich mal hier hochscrollen. Das geht mir schon ein bisschen auf den Senkel. Bei Money in the Bank habe ich schon seit gestern Abend 500 Punkte gemacht. Ich habe jetzt heute gar nicht spielen können, was ich echt schade halt finde. Und ich hoffe, das ist nicht wieder jetzt so, dass ich die nächsten Wochen... Oh, Netzwerk. Wahrscheinlich kommt jetzt hier... Lockt sich so langsam jeder ein, um noch ein bisschen die Teamring-Domination zu spielen. Hallo. Ja, aber können wir ja trotzdem weiterquatschen. Im Übrigen, für die Kommentaranfragen im letzten Video. Kommentare lese ich einmal die Woche vor. Vorstellen, wenn ihr... Also... Ich lese halt vor und sag was dazu. Ich stelle jetzt nicht zwischendurch Teams vor oder sowas. Das könnt ihr gern euch selber drunter schreiben, aber also selber in die Kommentare schreiben, wenn ihr Leute sucht. Aber so wirklich, dass ich es vorlese, mache ich einmal die Woche, wenn jetzt nicht irgendwas Außergewöhnliches dabei ist. Und so Fragen wie was mit Pokémon und so weiter. Das, wie gesagt, machen wir alles im letzten Video und auch Florian für dich. Teamvorstellungen oder Kommentare vorlesen, mache ich einmal die Woche, sonst würde es einfach den Rahmen sprengen und jeder will nur einmal, bitte lies doch nur dieses Mal meinen Kommentar vor und dann komme ich auch, ups, komme ich auch zu nichts mehr. Money in the Bank habe ich gerade angeklickt, also machen wir das auch. Ich mag ja mittlerweile den Modus, vor allem wenn mein Randy dann auch geprot ist. Dann mag ich ihn noch mehr, aber so, es ist halt was, wo man nicht groß nachdenken muss. Man kann seine Kämpfe runterspielen und holt sich über die Verträge eine tolle Belohnung. Und wenn man es halt in diesem Monat nicht schafft, das ist halt schön, die Verträge verfallen nicht. Das heißt, wenn ich jetzt nur, keine Ahnung, mir 8000 Verträge bis Ende des Monats hole, hole ich mir halt im nächsten Monat direkt als Erster was Cooles. Und, jo, das finde ich das Nette an dem Modus. Was ich beim King of the Ring natürlich noch sagen wollte, was passiert? Ich krieg eine Survivor-Karte als Belohnung. Oh, guck mal, wen nehme ich denn jetzt nur? Wenn sie wenigstens unterschiedliche Werte hätten. Da würde ich hoffentlich natürlich auch wieder auf eine Diva, weil auch eine Survivor-Pro-Diva ja besser ist wie meine mittlerweile 4 Single-WM-Diven. So. Hier noch schnell die 40 Verträge abgeholt und dann können wir einmal nochmal einfach nur als Anerkennung für mein Team auch nochmal in die Team RD gehen und mal gucken, was die anderen so im Deck haben. Teams. Team Decks ansehen.
Also das ist noch mein Deck, aber hier werde ich jetzt wahrscheinlich gleich austauschen. Dann André mit seinen beiden SummerSlam Pros und der Money in the Bank Event Diva, Rondon. Ich habe immer noch das schlechteste Deck, das finde ich sehr nervig. Ich hoffe, dass ich bald Randy reinstellen kann. Ja, hier auch Gamer mittlerweile auch mit dem KO Pro SummerSlam. Hier Money in the Bank WM Pro und... Ah ne, das ist doch das normale WM Pro. Jo, KO schleicht sich überall mittlerweile rein. Kill. Nice. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Sehr, sehr schick. Ist ja schon voll trainiert. Ne, noch... Ne, 14 von 35, okay. Aber sehr schick. Noch, hier waren wir schon. Hier ist mein Deck ein bisschen besser, aber ich denke, er will nur den Rusev trainieren. Und ja, ich würde jetzt mal behaupten, ich... Ah, Neonis, Codezeit hat ja eine SummerSlam Diva als Freebie gezogen. Oh, so einen Luck hätte ich auch gern. Ich bin gespannt. Aber hier würde ich jetzt mal tatsächlich sagen, nicht auflösen, sondern tauschen. Wo mache ich das? Teamkarten bearbeiten, tauschen. Nicht den Randy. Na? Ja, ich werde ihn halt trainieren müssen, einfach von den Werten her. Sonst bin ich so abgeschlagen und es fällt uns schwer zu gewinnen, weil dann, er soll ja häufig drankommen, dass er trainiert wird. Ja, wie gesagt, das habe ich ja schon gesagt, ich bin gespannt, wer es wird. Hier bin ich gerade dabei, die Survivor-Karte zu fusionieren. Und da ist mir eigentlich egal, wer es wird. Wird auf jeden Fall zu einer Fusionskarte gemacht und das ist mein Deck, das ich gerade spiele. Spiele ich halt hauptsächlich, um die beiden Karten zu trainieren. Chris Jericho, im Übrigen die Chris Jericho Karte finde ich auch sehr, sehr nice. Finde ich das coolste Jericho Bild. Also ich hatte auch schon mal geguckt, ob ich es austausche, aber gut, es gibt nur die beiden anderen, also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob es ihn nochmal auf Legendär gibt, aber da finde ich ganz klar, das Bild ist das coolste und das kann auch drin bleiben. Und mit dem Deck macht es eigentlich Spaß zu spielen, weil ich glaube, ich habe seitdem ich das Deck so habe, noch keine Runde verloren. Scheint so eine vernünftige Kombination aus den Decks zu sein. So, Tag Team Charisma ist jetzt natürlich ein doofer Start. Das langt nicht. Ich will Randy Orton eigentlich immer nur... Nochmal Tag Team Charisma. Ich wollte gerade eigentlich Randy Orton nur für hernehmen, wenn ich zwei Werte halt habe. Darum habe ich ihn jetzt beim ersten nicht rangenommen, wo wir gewonnen hätten. Jetzt kommt Single Diva. Da hoffen wir einfach, dass wir Glück haben. Das hängt jetzt vom Wert an. Ab welcher kommt. Ja, okay. Da haben wir Glück gehabt, dass wir das gewonnen haben. Aber okay. Dass wir noch ein bisschen Gameplay reinkriegen, klicke ich auch schneller. Oh, Energie brauchen wir jetzt nur für den nächsten King of the Ring. Ist echt schade, dass wir so Gegner gekriegt haben. Also mir wäre da... Ich wäre ja mit einer WM-Karte schon zufrieden, aber... Oh, was ist hier? Bei Diva ist immer spannend, wer gewinnt. Wir nicht, Charlotte. Härte Tempo. Ja... Ich will ihn trainieren, da nehme ich jetzt auch meinen Kauf, dass wir damit verlieren könnten. Und jetzt kommt nochmal Tag Team. Das sind auch zwei Werte, spielen wir auch Jericho auch, wenn wir verlieren. Jetzt verlieren wir tatsächlich. Ja, aber hier ist mir jetzt das Trainieren ein bisschen wichtig. Ich hätte ja meine beiden Karten, meine beiden WM-Karten nehmen können. Ja. Mit dem Rose, wow. So, hier spielen wir gegen KO.
sag's jetzt nochmal, weil das Video nach diesem Kampf zu Ende sein wird. Ich habe jetzt nur gelabert, aber es ist halt so. Ist ja manchmal auch interessant, die News zu wissen. Also, was habe ich vorhin gesagt? Habe ich 100 Daumen hoch gesagt? 90? Ich glaube, ich habe 90 gesagt. Ich glaube, ich wollte es wieder nicht übertreiben. Also, das heißt, wenn wir 90 Daumen hoch machen, gibt es am Donnerstagabend einen Stream. Realistisch gesehen, wie ich gerade heimkomme, wird der Stream so gegen 8 Uhr starten und auch nur eine Stunde sein. Aber dass wir dann wenigstens was haben, und dann können wir das ja nochmal fürs Wochenende machen. Aber da muss ich schauen, wie die Zeit ausschaut. Und jetzt nach der Belohnung sage ich, nur wenn es eine WrestleMania-Karte ist, wird es länger, war es nicht. Und jetzt sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch nochmal für die 197 Daumen hoch bis jetzt. Und beim nächsten Mal, wenn 90 bis Donnerstagabend unter dem Video sind, gibt es einen Stream. Weitere Infos kommen dann per Twitter, Instagram. Wann der jetzt wirklich startet, das wird so zwischen 6 und 8 dann die Infos kommen, also abends. Und der Stream wäre dann, guck mal, ein Gegner mit 600, einer mit 1200, das sind die, die sich nach oben gekauft haben mit WM-Karten. Da gucken wir jetzt nochmal rein. Ist mit Sicherheit alles Single-WM. Single-SummerSlam. Gut, Natalia passt da irgendwie jetzt nicht so gut rein. Ach, jetzt kommt noch eine Diva. Ja, wir können ja verlieren, wir haben schon gewonnen. Okay, Dean Ambrose war, glaube ich, noch nie Belohnung, also sind das zusammengekaufte Decks, aber ist wie es ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.